Here I was again, halfway down the world, and still looking at the bodies of women I was supposed to protect. Only difference now is, I didn't understand the language. Ja, willkommen im Club. Versteht auch kein Wort. Haven't you figured out? I don't speak your fucking language. Seu gringo de merda, cala a boca, seu gringo. That's right. I may be a moron, but here's the thing. I ain't quite as dumb as I seem. It was time to get out of there. Seemed like someone had decided to carry out some impromptu justice on the street life below. I'd failed Rodrigo and I'd failed Fabiana. In that awful nightclub, the stadium, the docks. I'd been given enough chances to make this right, and again I'd blown it. Perhaps this was my punishment from the fates. Keep reliving the same mistakes for all eternity. Zeitschleife irgendwie, ne? Er kriegt immer auf den Sack. Is relative. Ah, jetzt sind wir schon wieder in diesem Rotzghetto. Oder immer noch. Je nachdem, wie man es sieht, ne? Oh shit. Sackgasse. Ah, da haben sie einen gut erledigt hier. The cops didn't seem too concerned with meeting their arrest quotas. Between me and Sao Paulo's finest, it'd be a miracle if the CS were still in business by the end of the day. Ah, Pinkless. Mitnehmen. Ist hier noch was? Ne. It was a goddamn war zone. I had to assume Giovanna and Marcella were out there somewhere. Maybe I still had a chance to get somebody in that family through the day in one piece. Ja, der Zug ist, glaube ich, abgefahren. Also der Typ Marcello ist mir relativ völlig egal, weil es ein großes Arschloch ist. Tja, und das Mädel war in Sicherheit, ne? Wir hatten sie gerettet. Selber schuld, wenn sie da jetzt wieder mit ihrer blöden Geldübergabe, ey, das. Wie blöd muss man sein, ey. Ist doch von vornherein klar, dass das in die Hose geht. Ja, muss ganz runter. Ach, ey, hätte ich bloß nicht diese blöde goldene Waffe davon gefunden, ey. Will ich in jeder Ecke nachgucken. Wer ist das? Wer ist das? Gehört er zu mir? Hat eine Waffe, ist der gut böse? Ach, ich bin eigentlich gegen alle, oder? Oh, Scheiße. Cops. They weren't there for me, far as I could tell. And I'd blundered my way into enough clusterfucks for one day. If these fools could buy me some time, I might have a chance to get to Marcello and Giovanna before somebody put a bullet in their heads too. Ui! Ja, wollen wir uns da einmischen oder? Ey, ich hab keine Ahnung, ey. Jetzt müssen wir uns schon mit den Bullen hier rumärgern, ey. Das ist echt zum Weinen, ey. So, ich weiß noch nicht, wie wir den jetzt da so sauber wegbekommen haben, aber irgendwie hat das wohl geklappt. Oben ist noch eine. Gut, den haben wir auch. Da war doch eben auch noch irgendwo ein Kopf. Die Fresse, ey. Geh mir nicht auf die Eier. Ja, komischen portugiesischen Sprache da. Versteh kein Wort. Ne, da war keine. Bin ich überhaupt richtig? Oh, jetzt kommen die mit den Hubschraubern an, ey. Ich bin so am Arsch, ey. Ich hab echt jeden wieder gegen mich, ey. Egal wer es ist. Die Guten, die Bösen. Jawohl, ob die Cops hier so gut sind.
auch eine andere Frage. Giovanna und Marcello were still alive, but I didn't hold out much hope they'd stay that way for long. I'd already lost the ransom money, got the hostage killed, and I was only just getting started. This was turning into another fine example of private security work. Ja, doch keiner gesagt, dass es leicht wird, ne? Hallo? Was war denn das jetzt eben? Alter, was ist denn das jetzt schon wieder? Ja, tot. Wenn ich nichts sehe, Leute. Ich weiß nicht, ob ihr das seht, aber... Mein Bild setzt gerade aus. Das hab ich in letzter Zeit öfters. Oh, nee, jetzt muss ich wieder ganz von vorne hier anfangen, oder was? Ihr habt sie doch echt nicht mal alle. Boah, hier diesen Punkt, den sieht man überhaupt nicht, wo man hinschießt. Scheint, was mit meiner Playstation los ist, ey. In letzter Zeit... Nee, obwohl, das liegt nicht an der Playstation. Das habe ich bei der Xbox auch ab und zu, dass das Bild einfach mal für ein paar Sekunden weg ist. Ich hoffe mal, mein Fernseher kackt mir jetzt hier nicht ab. Das war äußerst dünn. Das wäre eine ganz dünne Angelegenheit. Ich weiß zwar nicht, auf wen ich da schieße, aber irgendwas treffe ich. Oh, schon mal was wert, ne? Giovanna und Marcello were still alive, but I didn't hold out much hope they'd stay that way for long. I'd already lost the ransom money, got the hostage killed, and I was only just getting started. This was turning into another fine example of private security work. Ja, ich hoffe mal, ich habe jetzt keine Bildaussetzer. Ne, diesmal ging das. Aber ich will keine Bullet Time. Oh, mit einem Schuss direkt erwischt. Wo kommt denn der her? Was war denn das für eine? Also irgendwie geht hier einiges an mir vorbei, glaube ich, gerade. So, nehmen wir mal das. Den Schießprügel hier. Mal gucken, was der so drauf hat. Oh, nicht gut, nicht gut, nicht gut, nicht gut. Guck da hinter die Tür. I'd heard about these raids. Renathugs in body armor sending a message to the poor that the cops are still in charge. When they hit the favelas, they came in hard and fast. Everyone was fair game. Boah, Alter. I was about to find out. Ey, hallo? Ja, Max, jump doch mal, Alter. Immer die Eier geschossen, ey. Ey, völlig überhaupt nicht gesehen, dass ich da saß. Wo ist denn der jetzt hin? Hallo. Sehen wir einer lang geturnt. Ah, da! Ja, sorry, Digga, aber. Ey, läuft nicht. Läuft mal überhaupt nicht, ey, dass ihr hier die Leute abknallt, ey. Apotheker, 100 Schmerzmittel, Alter. Leute. So wie ihr hier abgeht, muss ich mir auch alle 5 Sekunden die Scheiße da einfahren. Apropos Schmerzmittel, ich könnte mal wieder welche gebrauchen, ne? Nur mal so als kleiner Hinweis. Oh, liegt wieder so ein goldenes Stück. Keine Ahnung was. Ja. Keine komplett, ey. Das gibt's doch nicht. Ich weiß noch nicht, wie die verteilt sind, die Dinger. Ob da in jedem Level eine komplett finden kann oder ob da... Oder ob da am Schluss erst welche kommen. So, wo ist der? Ja, tot, klasse. Warum konnte auch eben nicht schießen? Hatte ich wieder keine Munition hier im Lauf oder was? Huiuiui. Ah, jetzt diesmal läuft das ein bisschen besser, hoffe ich. Ui! Spagolatio, ey. Alter. Dicker. Ey, du hast mir eben noch ein bisschen leid getan, weil du ein bisschen pummelig bist. Ein bisschen. Unbeholfen wird's, aber so mittlerweile. Boah, der lebt alles noch. Kann ich den umhauen? Ey, wieso. Was ist denn da los, ey? Wieso kann ich den nicht einfach mal mit einem Schlag ins Gesicht? Du Penner, ey. Dreckskops, ey. Da ist ja New York, ist ja dagegen echt ein Traum, ey, glaube ich. So die Bronx oder so, ne? Ah, oh, da ist noch einer.
Oh, ach, scheiße, da war ja auch noch einer. Ja, wieso waren da auf einmal so viele? Jump. Gut. Diesen Kringo, wir haben erledigt. So. Jetzt hänge ich hier an den Gartenmöbeln da fest, oder was? So sind die Pissers. Gut, einer weniger. Kommt er hoch? Nee. Traut sich nicht. Halt die Fresse, Alter! What? Bitch! Du kleiner Nutterich. So, mittlerweile kann ich hier die Bewegung auswendig lernen. Und zurück! Sollten wir natürlich auch mal treffen, wär von Vorteil. So, Alter. Die geht mir hier so auf den Sack grad. Liegen bleiben, Max! Bleib doch liegen! Alter! Warum steht er auch immer auf? So, dann machen wir das so! Ja, jetzt ist keiner mehr da. Nö. Und sobald ich auf den Boden liege, kommen wieder fünf irgendwo raus. Wart mal ab. Guck. Grip hier doch. Alter, ihr wollt mich echt veräppeln, oder? Hey, Pisser. Wo muss ich den denn? Was geht mit dem bitte? Ja, jetzt haben wir ihn jetzt endlich. Meine Fresse. Kinder, ey. Ja, das ist wieder ein interessantes Level. Da brauche ich wieder 3 Jahre für, bis ich das fertig habe. So, und jetzt geht das hier weiter. Diesmal ist das Magazin aber ein bisschen voller. Gut, einen haben wir. Da haben wir eben schon mal den Helm runtergeschossen. Gut, den haben wir auch. Dem guckte noch das Einschussloch, aus dem Kinn raus. Oh, wo ist der Typ? Ach, hier liegt der. Ja. Ne? Der lange Arm des Gesetzes, ein Traum hier. 55. I'd seen that number before. Were these the same bloodthirsty motherfuckers that showed up after the shootout at the party? Okay. Da fehlt mir jetzt ein bisschen die Erinnerung. Welche Party meint er, die in der Disco? Alive, let alone Giovanna and Marcello, were narrowing with every passing second. Ach, alles klar. Jetzt weiß ich, was er meint. Das waren die Jungs, die ganz am Anfang in der Tiefgarage da den Typ da umgelegt haben, der schwer verwundet am Boden lag. Es ist hart hier, ja. Hartes Leben. Ja, und da soll noch mal einer sagen, in deutschen Landen hier so, ne, kommt nicht mit dem Leben klar oder so. Ah, Chefin, dir tue ich schon nix. There was a danger of this starting to get too real. Gut, weiter geht's. Gut, böse. Alter, ich knall hier echt jeden ab, ne? Ey, das ist so krass, ey. Boah, da drüben steht er, ey. Alter, der lebt ja alles noch. Robocop! Sieht erstmal sauber aus. Gut, da haben sie wohl mal einen Bösen erschossen. Haben zufällig mal einen richtigen gebrochen. Ja, und ja, geht's hier weiter? Soll ich hier aus dem Fenster raus? Oder? Ah, ja. Was? Raketenwerfer? Was? Wie? Wo? Wann?
Wer? Ui, gut, böse? Nee, böse. Halt, halt. Oh! Boah, ey, da denkst du echt hier, du hast mal ein bisschen Ruhe in der Zwischensequenz. Arschlecken. Ich hab schon auch getroffen. Das war's. Ja, ich weiß noch nicht. Ja, Hubschrauber ist hochgegangen. Ich bin jetzt schon schießen sollen auf den hier oder was? Nee. Ah, so. Still alive, and still not all that happy about it. Why did the easy way out never come? Maybe I thought I didn't deserve it. Tja. Ach, ja, ja. Der gute Max, ne? Painkillers. Hallo. Waren wir hier nicht schon mal? Ne. Das war der Weg, den wir am Anfang hier hochgegangen sind. Wo wir in diesem Ghetto gelandet sind. Ah. Ein Stück Wumme. Wieder irgendwas, was ich nicht, was ich nicht hatte. Ja, Freunde. Ey, hallo? Ja. Welcher war's von den Pennern? Ich bin richtig erwischt. Ich glaube nicht. Aber den hatte ich doch voll in die Fresse geschossen, ey. So, 250 Kopftreffer, ja. Alter, haben sie eine Tussi umgenietet. I was guessing these guys didn't spend their spare time studying the Geneva Convention. Ist das ein Mädel oder ein Typ? Er war ein Typ, oder wie? Ich erkenn's nicht mehr. Alter, ey, das ist so krass, ey. Jesus Christ, these bastards weren't playing games. These were the same paramilitary cops I had seen executing fools after the failed kidnapping at the party. Nasty business. If these were the guys Da Silva was worried about, maybe he had a point. Yes, this was definitely them. Jesus Christ, these bastards made the NYPD look like the Hare Krishnas. Ja, hab ich ja eben gesagt, ey. Dagegen ist, New York und die Bronx, ey, sind ein Traum dagegen. Gegen das, was hier abgeht, ey. Sackgasse, ne? Ah, alles klar. Oh, haben wir es komplett? Ne. Ah, ich hab mich so gefreut, ey, endlich mal so ein Ding komplett zu haben. I couldn't make much sense of what I was seeing, but I had the feeling it wasn't that strange for anyone else. Tja, tägliches Business hier, ja. These charmers weren't there to make a couple of arrests. They were bussing them out by the dozen. But who was I to cast judgment on proper police procedure and justifiable use of force?
Ja, was soll ich jetzt machen? Soll ich runterjumpen oder was? Hallo? Was soll ich denn machen? Ah, jetzt ich hatte keine Option, but to take the scenic route. Nunca aprende a lição. Traficantes e viciados, né? Espero que. Ja. Schießen oder was? Da ist einer. Oh, Alter. Gott, Max! Max, wo warst du? Oh, der lebt halt noch, ne? Auch. So, da hinter den Gittern steht noch einer. Oh, da. Scheiße, ich hab keine Munition mehr. Ich hab überhaupt gar nichts mehr. Sehe ich jetzt erst. Kacke. Ja. Kein Wunder, ne? Hab doch nichts auf der Tasche. Ja, mal gucken, ob wir das diesmal ein bisschen besser hinkriegen, liebe Leute. Wir schauen einfach mal. Ah, der kommt ja direkt auf uns zu, ey. Aber dafür haben wir ihn auch direkt erwischt. Ihr Spackos. Cop-Killer hier. Nee, 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 du. Da muss ich ein Stück höher. Ah, Schädel, jawohl. So, was ist denn jetzt mit dir da drin? Ah, Alter, hier. Oh, uiuiui, da hatte ich... Hat gerade nochmal Glück gehabt. Jetzt. Ah, das ist ein Millimeterarbeit. Oh, da hockt ja noch so ein Helm, Heini, ne? Alter. Ich hab keine... Das stimmt. Ah. Stimmt, ich war ja munitionell recht... Ja. Recht begrenzt, ne? So, dann schießen wir dem mal in den Arm. Oh, jetzt aber. Aber, oh, lalalala, ja, Leute, ey, macht mal einen Pump bitte, ey. Irgendwann ist auch mal gut, ey. Irgendwann hab ich die Faxen auch mal, Dicke. Gut, den haben wir. Alter, 9 Schuss, ey. Naja. Munition wäre sowas von nice, liebe Leute. Yes. Das sieht gut aus. So, dann laden wir hier erstmal nach. Kommen wir da rein in den Schuppen, ne. Oh Gott, ey. Hier runter, der wie. Oh, ich will nicht. Mutti. Wow. Alter. Einen haben wir. Zwei haben wir. Sind wir noch mehr? Oh, da unten. Ai, ai, ai. Max geht Deckung. Der Maximilian. Oh, wir haben's. Wir haben's. Super. Wir haben's. Vater mir Homs. Uiuiui. Doch noch nicht ganz. Nur aber. Ja, ich dachte, der letzte wäre immer hier Bullet Time. Und jetzt taucht er doch noch so ein Arsch auf. Boah, ich brauch mal wieder Painkillers. Wie so oft die guten Painkillers. Wo habt ihr so versteckt, ihr Buben? Geht's da raus? Geht's da rein? Nee. Da oben blinkt was. Ah, das ist ein Licht, okay. The alley was a dead end in more ways than one. I needed to find a way out of there. Ja, ist mir schon klar. Ich will ja jetzt hier nicht noch 3 Jahre in der Gasse stehen. Das sieht gut aus. Ist
It seemed like as good a place as any to lie low and get my bearings. Problem was, some other fine gentleman had the same idea. I'd gone from out of luck to unarmed and shit out of luck. Another reminder, not that I needed one, that any low point can always go lower, as my new friends were about to find out. Boy! It was Sao Paulo's finest and a busload of lucky winners they picked out earlier. I decided I might as well follow them. I was lost and they were going somewhere. And it was the closest I was gonna get to a plan. Ja, ist nicht blöd, ne, den hinterher zu laufen. Where were they taking them? Did they have Marcelo and Giovanna? Was this just an average favela raid or something more? Letzteres. When all you're left with is questions, I guess your only option is to go with your gut. And my gut was telling me that band of merry men would lead me to some answers. Answers I'd soon wish I'd never received. What was going on here? They looked like the same paramilitaries from the stadium and office attacks. Something felt wrong. In fact, everything felt wrong. Anytime those guys decided to join the party, you could be sure it wasn't gonna end in a piñata and a slice of cake. What the fuck was this? The vigilantes doing an exchange with the death squad cops? Were they buying people? What the hell for? None of this made too much sense. These two were serious operatives. One was a band of hired killers and the other supposed to keep the peace. Yet they were doing deals. Now I had to find Giovanna and Marcelo. Without a better plan, I thought I'd better follow this bastard. Não faz isso não, viu? Por favor, não faz isso não! Vamos acabar com essa porra! Cala a boca, sua puta! Vem pra cá! Here was Giovanna and Marcelo. What the hell were they about to do to him? Marcelo! Was zur Hölle, ey? Alter! Okay, ich konnte ihn zwar nicht gut leiden, aber... Das ist jetzt doch schon krass, ey. Ah, Narbengesicht. You bastard. Ja. Ich blocke. Ich drücke und waffne. Und was mache ich nun? Quick Time Events. Pfui. Alter, das ist ja krass, ey. Das ist echt heftig, Leute, ey. Giovanna, gonna be okay. No, you don't want to do that. Come on. Go. Why did they do that to Marcelo? It's a legendary gang way of killing people. These are no ordinary street gang. I guess they want people to think they are. With this, they can justify the killings of today and the people they took. Shh. Que fez isso? Foi americano. Foi? Foi? He's blaming you for the death of his friend. Porra de americano. Cusão morre, porra. Caralho. Contra ele. Mata ele. Pode deixar, eu mato. Leute, ich bin gerade mal wieder völlig geflasht.